Grandissimo und buonasera, da ist Sportsmusik aus Bellinzona. Vor zwei Wochen war das eidgenössische Volksmusikfest. Ein super Anlass mit viel Musik und auch einer grossen Live-Sendung in allen vier Landessprachen Bella Musica. Bei rund 240 Formationen, die hier im Tessin auftreten, haben wir natürlich lange nicht alle in diese Sendung eingebracht. Und darum haben wir heute Abend noch mal ein paar Formationen für Sie ausgewählt, die schöne Musik zu Ihnen in die Stube bringen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen oder buon divertimento. Mandella Scampolo hat für uns Tessiner Volksmusik gespielt, eine Formation, die seit 1999 die Tessiner Volksmusik pflegen und erhalten will. Gegründet worden vom Vater von Manuel Bolliger, der hier neben mir steht. Jetzt er aber nicht als Musikant hier, sondern als Mitglied der Organisatoren, der künstlerischen Kommission. Sagen wir mal, was ist das für eine Kommission und was haben die für ein Erbe gemacht in den letzten Monaten? Ja, es ist eigentlich, sagen wir, all das, was Musikalischen anbelangt, seit den letzten, sagen wir, 6 Monaten, 9 Monaten, das war wirklich die Ausstellung vom ganzen Programm, Kontakt mit den Musikanten, Verträge und alles abschließen. Alles wirklich das, was ihr hier seht, die Programmierung ist über uns gelaufen. Ja. Auf was habt ihr besonders Wert gelegt bei der Zusammenstellung von der Musik und vielleicht auch bei den Sachen, die ihr besonders organisiert habt musikalisch? Das ist die ganze Abdeckung von allen Regionen von der Schweiz natürlich klar. Als Tessiner ist es richtig, dass wir Tessin ein bisschen unterstützt haben, aber sind wirklich alle Regionen sind abdeckt, die anderen Sprachregionen, und haben so können respektieren. Wenn man hier in der Gasse rundherum schaut, es hat so viele Leute, alle haben Freude, es wird in jedem Ecke gespielt, zum Teil auch noch von wilden Formationen, die irgendwo anfangen zu spielen, in den Restaurant, auf den Strassen draussen. Das ganze Fest muss ja gestimmt werden. Wie habt ihr euch hier organisiert? Wie viele Leute helfen damit, dass alles klappt? Es sind im Gesamten fast 400 Personen, die sich zur Verfügung gestellt haben, zwischen ob es Expertenkonzerte sind oder Expertensäle, was auf den Bühnen sind. Jede Formation hat vorgestellt, Musikkommission oder eben Artkommission und auch der Vorstand. Ja, im Gesamten sind es etwa 400 Personen.
Du bist früher noch selber Mitglied in der Bandella Scampolo, die wir jetzt gehört haben. Wenn du jetzt hier so viele Musikantinnen und Musikanten siehst, juckt es dich, um selber wieder zu spielen oder ist es auch schön zum Hören? Also es ist sicher ganz schön, wir können mal das Ganze gemütlich ein bisschen abschauen, also gemütlich in Anführungszeichen. Aber ja, es schaut schon. Kann sein, dass vielleicht heute Abend oder morgen etwas Kleines passiert, aber offiziell bin ich nicht als Musikant tätig, aber es juckt schon, ja. Du hast viel Kontakt mit vielen Formationen. Magst du dich an eine Anmeldung von der Geschwister Tiburi erinnern? Absolut, ja sicher. Weil die kommen jetzt, Geschwister Tiburi, das sind Leonie und Nina. Sie spielen die Komposition «Morgenstimmung» von Heinz Kropf. Der ist ihr Lehrer und er spielt selber am Kontrabass auch noch mit.
Balaton aus der Romandie mit einem Tanz aus dem 19. Jahrhundert. Wirklich die ganze Schweiz hat es hier auf Bellinzona geschafft. Und wenn die Leute mal ausnahmsweise nicht ein Musiker sind, dann wird gefeiert, gegessen, getrunken und auch einfach ein bisschen genossen. Spezielles, was es nicht vorhin gegeben hat. Das ist schön. Ich finde, dass Bellinzona etwas schön gemacht hat. Die super Stimmung, auch wirklich ganz toll. Wir haben hier schon schöne Musik gemacht auf verschiedenen Bühnen. Und ganz eine gute Fangruppe haben wir hier. Und die Musikanten, die wir hier noch zusammenspielen zwischendurch. Gefällt dir die Volksmusik? Ja, gefällt mir. Einfach magnifik, eine Ambiance extraordinaire. Venite tutti a Bellinzona a divertirvi a questa bella festa. Venite tutti a Bellinzona a divertirvi. A divertirvi per la festa della musica popolare. Per la festa della musica popolare. Grazie mille, arrivederci. Erste Mal in Tessin. Prima volta in Ticino. Prima volta in Ticino. Arrivederci. Ciao. Grazie. Und wie gut gefällt es dir so? Der ist 17 und es gefällt ihm gut. Er kommt damit. Das Schöne an einem Eidgenössischen ist, dass Musikanten aus der ganzen Schweiz, sogar aus dem Baselbiet, Oberbaselbiet, der Ländlerkapelle. Wie gefällt es euch im Tessin? Bis jetzt sehr gut, danke. Und wie kommt eure Baselbieter Musik auch aus Mangold? Ja, die ist ganz gut angekommen. Wir haben hier vorne am Ecken eine Ständchen gemacht. Das ist bei einer Bank und das war ganz lässig. Plötzlich hat es einen Hype von Leuten gehabt und einfach strahlende Gesichter und hat uns total aufgestellt. Du musst ein SRF-Mikrofon haben, dann ist alles inbegriffen. Süß und fein. Ich wünsche dir jetzt fest. Danke. Darf ich auch ein Biss? Ja, ja. Das für mich, aber... Das ist für ja, mach mal fair. Du darfst dafür von dem noch ein bisschen haben. Ist abgebrochen. Ein bisschen Brot muss man auch haben. Ja, ja, genau. Danke euch vielmals. Yes, I listen to you. Beautiful. Do you like it? Like it. Thank you. And is it the first time that you hear Swiss music? Yes. Yes. Okay. Thanks a lot. Have a good evening. Yes. Bye-bye. Jung und jung geblieben sind hier in Bellinzona am Eidgenössischen Volksmusikfest unterwegs. Und jetzt habe ich ganz eine junge Formation aus dem Kanton Graubünden getroffen. Lukas, André, Laurin und Philipp, von wo genau kommen ihr? Wir kommen vom Vorderprättigau aus Schier. Vorderprättigau. Ihr seid Prättigauer Power, also wahrscheinlich eine energievolle Musik. Wie sind ihr auf den Namen gekommen? So, ich habe einmal Unihockey gespielt und dann hat uns ein Trainer gesagt, wir drei Prättigauer sollen ein und hat uns angeführt mit Prättigauer Power. Und dann habe ich gedacht, ja, den Namen könnten wir uns so für unsere Gruppe nennen. Jetzt sind ja so 13, 12 am ersten Eidgenössischen Volksmusikfest. Wie ist das? Ihr habt schon Auftritt gehabt. Hat es den Leuten gefallen? Ja, ich glaube schon. Und euch? Ja, auch. Ihr seid jetzt hier am Eidgenössischen mit grossen Auftritt unterwegs. Ihr habt aber sonst auch noch ein grosses Projekt in Planung. Ja, wir haben jetzt eine erste CD gemacht. Und die ist in diesem Koffer. Da können wir da mal reinschauen. Nigel, Nagel, neu. Prättigauer Power, total neu auf dem Markt. Hey, gratuliere, so jung schon eine CD gemacht, die heisst Hengert oder Hengert, was bedeutet das? Also das ist Hengert, Prättigauer Deutsch, das heisst so viel wie miteinander sein und hängern, also reden. Dann hören wir da genau. Ich wünsche euch noch ganz ein schönes Fest hier und ich freue mich, dass wir jetzt auch Musik von der Prättigauer Power geniessen. Thank you.
Von der Nachwuchsformation aus dem Prättigau bis zu der Star-Alphorn-Solistin aus dem Klecki im Kanton Schaffhausen. Alles bei Rang und Namen hat die Staatsbellinzona am Eidgenössischen Volksmusikfest dabei. Lisa Stoll, danke vielmals, dass du für uns jetzt gerade so wunderschön hier im Rathaus zu Bellinzona gespielt hast. So ein Star, der an so einem Fest spielt und sich unter die Leute mischt und offiziell Auftritt bestreitet, finde ich gerne nicht so selbstverständlich. Nicht? Wie bist du dazu gekommen? Hast du gesagt, mal, da mache ich mit? Also ich gehe auch gerne an so Feste, gerade die eidgenössischen Feste. Das sind immer auch schöne Anlässe, wo man auch ganz viele Leute trifft aus der ganzen Volksmusikszene. Und man kann das Fest wirklich geniessen. Das finde ich das Schönste. Man läuft durch die Gasse, trifft immer wieder Leute, die man kennt. Als Musizier ist irgendwie in einem gemütlichen, familiären Rahmen und ich schätze das sehr. Ja. Sag mal, was verbindet ihr jetzt abgesehen von dem Eidgenössischen mit dem Tessin? Wow, ich bin immer wieder gerne im Tessin. Gerade so an einem kalten, grusigen Wintertag, so im November, Dezember, wenn es bei uns im Unterland nicht so schön ist. Und wenn ich Zeit habe, sitze ich auch gerne im Zug, gehe ins Tessin und dann ist es hoffentlich ein bisschen schöner da unten. Und dann kenne ich die Alphornvereinigung vom Tessin sehr gut. Es sind mittlerweile sehr viele Alphornspieler hier im Tessin. Alles liebe und sympathische Leute. Und wenn sie etwas haben oder einen Ausflug haben, irgendwo hier auf dem Berg im Tessin, dann nehme ich mir gerne Zeit. Okay. Können Sie also gut Deutsch oder hast du mittlerweile dank den Alphörnern schon gut Italienisch gelernt? Es wird immer besser, leider kann ich noch nicht so gut Italienisch. Aber sie können zum Glück alle sehr gut Französisch. Französisch lernt man etwas besser, dann verstehen wir uns einigermaßen. Und die Musik, die verstehen wir alle. Danke vielmals, hast du für uns gespielt, Lisa Stoll. Danke. Wir machen jetzt weiter mit Musik, die dir, glaube ich, auch gefällt und auch ein sicherer Wert ist an so einem Eidgenössischen. Wir gehen so ab den Zellerklängen und ich freue mich, dass Zitterental-Buben für uns bereit sind. Grossartige Volksmusik aus allen Regionen der Schweiz. Gelebte Tradition, da ist eidgenössisch Volksmusikfest in Bellinzona. Und bevor ich mich auf die Heimreise mache, habe ich Ihnen noch einen Fernsehtipp. Morgen geht es weiter mit Hess Rusch Hegner. Und wir sind jetzt auf unserer zweiten Schweizreise! Also, der Innenablauf ist halt nur mal. Ich habe ein unglaubliches Gefühl, eigentlich. Also, noch nicht so verarbeitet. Die Musik gibt es wieder in 3 Wochen mit dem neuen Träger vom goldigen Violinschlüssel, mit dem Thomas Eschbacher. Und jetzt selbstverständlich zum Schluss noch mal Klänge hier aus der Region, aus dem Tessin. Rassige Musik vom Duo Grande di Margotti. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und sage Arrivederci aus Bellinzona. Bis bald.
Sydney!